Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video und wie man schon im Titel lesen kann, bin ich Level 42 geworden und los geht's mit einem 7 Kilometer Ei mit dem Galaponita. Dann zeige ich euch noch ein bisschen was von dem Kanto Event, da hatte ich ja noch einige Pokémon Begegnungen und auch die Quest, die nach der Kanto Go Tour veröffentlicht worden ist, schließe ich in diesem Video ab. Ich hoffe, es gefällt euch heute wieder. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen und sehr unterstützen. Dürft ihr auch gerne reinschreiben, wie es bei euch gelaufen ist. Habt ihr neue Shinies in der letzten Woche bekommen? Habt ihr neues 100er bekommen? Und so weiter und so fort. Dürft ihr natürlich gerne reinschreiben. Genau. Und natürlich auch noch mein letzter Durchbruch mit Relaxo zeige ich euch in diesem Video, weil er jetzt im März kaum mal verfügbar ist, was natürlich sehr gut ist, denn wir müssen ja für Mew, wer die Mew-Quest hat, für Shiny Mew 30 mal ein Drachen-Pokémon fangen. Das heißt, mindestens viermal aus dem Durchbruch kriege ich einen Drachen. Ich weiß nicht, ob es bei mir hinkommt, dass ich sogar 5 Kaumalats fangen kann, weil ich habe ja immer Donnerstag den Durchbruch. Müsste ich mal im Kalender nachschauen. Deswegen, wenn ihr schon Kaumalat abgeholt habt, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, hattet ihr Glück mit Kaumalat, habt ihr 100er oder ein Shiny bekommen. Oder falls ihr auch noch Relaxo abgeschlossen habt, könnt ihr auch gerne reinschreiben, ob ihr mit Relaxo Glück hattet. War mein letztes Relaxo. Und dann gibt es ja für den Frühling das neue Seso-Kit, was ja jetzt ab dem März auch verfügbar ist. Denn ja, eine neue Jahreszeit ist gestartet. Die nennt sich die legendäre Jahreszeit. Und ja, wettergeboostetes Seso-Kit nehmen wir natürlich gerne mit, denn ja, Sternstaub. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder ein bisschen dauern, bis ich das nächste Level erreiche. Aber ich halte euch natürlich da immer auf dem Laufenden in Streams und in Videos. Genau. Dann haben wir noch ein Mewtwo-Wait für euch, den ich auch noch gemacht habe. Muss ja jetzt auch für Level 42 auf Level 43 zu kommen. 5 legendäre Pokémon fangen. Mal gucken. Die aktuellen legendären Pokémon-Waits sind ja jetzt nicht die spektakulärsten. Deswegen mal schauen, was das gibt und mal gucken. Genau. Und es gibt ja, wie ihr mitbekommen habt, sehr wahrscheinlich auch eine Rocket-Forschung. Den ersten Teil habe ich im letzten Livestream abgeholt, den ich gemacht habe. Und ja, jetzt hole ich die zweite Teil ab. Da konnte man ein Dodo bekommen. Ja, sehr auf Flug-Pokémon ausgelegt. Es gibt danach auch noch einen Tauboss, aber das zeige ich euch natürlich, wenn ich es abgeschlossen habe, im nächsten Video. Aber diese Forschung geht eigentlich relativ schnell, denn beim nächsten Schritt, wenn ich den dritten Schritt abgeschlossen habe, muss man schon die Bosse besiegen. Und die werde ich sehr wahrscheinlich dann hoffentlich, wenn es klappt und ich damit dann den gleichen bekomme, eventuell im nächsten Livestream, wenn ich zu der Wunderbonusstunde streame, dann eventuell erledigen. Mal gucken, ich bin mal gespannt, wie es klappt und läuft. Vielleicht schaltet ihr wieder ein. Ja, müsste eigentlich so planmäßig gestreamt werden. Ich bin mal gespannt, wie es läuft, ob wir alle 5 Minuten, alle 10 Minuten einen Ballon sehen oder wie das abläuft. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Kanto Fire Event Quests mit jeweils 4 Begegnungen pro 4 Seiten. Das heißt 16 verschiedene Pokémon. Einige interessante und seltene Pokémon waren dabei, wie man auch gleich sehen kann, die eher bei uns nicht so häufig in der Wildnis auftauchen, wie zum Beispiel Aerodactyl. Kleinstein, ja, kommt ab und zu mal, aber ja, das ist dann auch so die Möglichkeit, einige Pokémon zu fangen, die man nicht so häufig sieht. Wobei, natürlich für Neuspieler ist es gut, für Spieler, die schon länger dabei waren, sind ja auch einige C-Day-Pokémon dabei gewesen. Genau, die mal C-Day waren, das heißt, da hat man ja meistens schon ein gutes oder ein Shiny. Deswegen für Spieler, die länger dabei sind, nicht so interessant. Für neue Spieler natürlich sehr interessant. Wobei, da war auch ein Kleinstein dabei, wo ich mir denken könnte, dass eventuell Kleinstein auch noch ein Kandidat für einen C-Day ist. Aber das schauen wir mal dann. Normalerweise, ja, es ist ja schon als Shiny drin, aber die haben ja auch jetzt Pokémon als C-Day gemacht, die schon in Shiny verfügbar waren. Was natürlich für manche, die da noch kein Shiny haben, gut ist, um das Shiny zu erhalten. Genau. Deswegen, schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von den C-Days? Sind sie gut oder schlecht? Ja, auf jeden Fall gut für Leute, die Shinies brauchen, weil da ist die Shiny gerade ja richtig hoch. Man hat ja bei der letzten Rampenstunde bei mir im Stream gesehen, dass es keine erhöhte Rate gibt. Ich hatte da kein Glück mit Krabby. Deswegen, aber könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Auf jeden Fall, ja, haben wir dann wieder ein paar interessante Pokémon, die ich euch zeigen kann, die ich gefangen habe. Ansonsten nichts Spektakuläres jetzt in der Woche passiert, was jetzt
Ja, mit Glück zu tun hatte für mich, denn ich habe kein neues 100er und kein neues Shiny leider gefunden. Deswegen, wie gesagt, am Anfang des Videos gerne reinschreiben, ob ihr da mehr Glück hattet. Aber eine interessante Pokémon-Begegnung, wie gesagt, aus der Quest geholt, die ja eher selten sind. Und ja, die Spawns haben sich ja auch jetzt mit dem neuen Jahreszeitenabschnitt ja, geändert. Wobei, ich weiß es nicht, welche Jahreszeit besser ist. Vielleicht wird ja der Sommer besser und der Herbst. Weil ich meine, wir haben erst mit Winter angefangen, dass da jahreszeitliche Spawns sind. Deswegen mal gucken, ich bin mal gespannt. Ja, kann ja nur gut werden, auf jeden Fall. Ja, werden wir natürlich zu den Events, die jetzt auch im März stattfinden, sehr wahrscheinlich häufiger mal wieder streamen. Ich freue mich natürlich wie immer über jeden, der mich da positiv in Livestreams und Videos unterstützt. Freut mich sehr und weiß ich auch sehr wertzuschätzen. Genau. Dann haben wir ja die nächste Seite erledigt. Wir kommen dann zur letzten bzw. vorletzten Seite. Müsste das gerade aktuell sein. Mit den Sterndu. Genau. Sterndu ist eher auch jetzt selten bei mir. War mal häufiger. Ist ja auch shiny, aber leider, ja. Einige Pokémon, die seltener sind, habe ich halt nicht so die Chance auf die Shinies. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwelche, ja, Events zu kommen, wo man dann vielleicht nochmal eine Chance hat, das Shiny zu bekommen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ja, bei Muschas brauche ich kein Shiny und es kommt auch ziemlich häufig und ist auch ein gutes Pokémon, was man natürlich immer mitnimmt, weil wegen Sternstaub, 1000 Sternstaub pro Pokémon, was man fängt, wenn es sogar Wettergeboost ist, sogar noch mehr, ist natürlich immer gut, denn man braucht ja immer einiges an Sternstaub für die ganzen, ja, PvP-Streams, wenn ich dann bestimmte Pokémon pushen muss. Deswegen immer fleißig Sternstaub sammeln ist mein Motto, damit ich da auch für euch streamen kann. Es gibt ja neue Cups im März. Es wird ein Reto Cup und ich glaube, der Kanto Cup wird nur wiederholt geben. Deswegen schauen wir mal, wie es da läuft. Für den Kanto Cup hätte ich ja theoretisch ein Team, wenn sich da nichts an der Meta bis dahin verändert. Aber ich denke mal, das wird schon so. Reto Cup ist halt ohne Unlicht und Feen-Pokémon, weil das halt erst mit Gen 2 kam. Das heißt, keine Charm-Monster, wie man die so schön nennt, in den Kämpfen. Deswegen mal gucken, was wir da für ein Team zusammenstellen, wie es da läuft und funktioniert. Wir schauen mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wird auf jeden Fall dazu einen Livestream geben. Genau. Ammonitas ist jetzt auch, ja, eher ein selteneres Pokémon. Gibt es ja meistens dann nur aus Nestern oder aus Eiern. Porygon, ja, ist auch selten, aber ist halt für die, die halt den Seedeck gespielt haben, wie gesagt, eher uninteressant. Aber natürlich, klar, es gibt welche, die haben gerade erst angefangen und die brauchen halt so welche Pokémon noch. Deswegen freuen die sich da, wenn da was Gutes bei rumkommt. Und ansonsten, ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr die letzten Events fandet. Wart ihr zufrieden oder wart ihr nicht zufrieden? Deswegen bin ich mal gespannt, wie die nächsten Events werden. Wie gesagt, diese Wunderbonusstunde wird ja neu eingeführt. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wird vielleicht eventuell jeden Donnerstag dann kommen in den nächsten Monaten. Aber was mich am meisten gefreut hat, war natürlich, dass dieser Giovanni-Quest zurückkommt und wir auf jeden Fall die nächsten 3 Monate erstmal damit versorgt sind, also März, April und Mai, weil Lavados, Zapdos und Arktos zurückkehren. Wobei, ich hoffe ja, dass auch irgendwann nochmal Lugia kommt als Krypto. Die Raubkatzen müssten auch noch theoretisch für mich zurückkommen, weil ich habe eine verpasst. Ich habe zweimal Entei, aber Suicune habe ich leider nicht geschafft, rechtzeitig abzuschließen. Und ich glaube, bei den Vögeln habe ich auch einen doppelt und einen nicht abgeschlossen, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau. Aber es müsste ich auch alles eigentlich theoretisch im Video gezeigt haben. Ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich bis zum April das mit Arktos hinkriege. Wie gesagt, es gibt ja jetzt auch noch die erhöhte Chance mit dieser Wunderbonusstunde, wo mehr Ballons kommen. Deswegen bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich. Und ja, dann haben wir hier noch ein wunderbares Aerodactyl. Wie gesagt, da sind einige seltene Pokémon bei gewesen bei der Kanto Eventfire. Bei dieser Quest war auch nicht sehr schwer zu machen, war eigentlich sehr schnell erledigt, wie man auch in der Zeit sehen konnte. Und jetzt mit Pikachu auf Level 42, hat ja lang genug gedauert. Ich hatte immer das Gefühl, jo, jetzt schaffe ich das, jetzt schaffe ich das. Und dann immer noch nicht und immer noch nicht, hat sich echt gezogen. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Jetzt wird es sich sehr wahrscheinlich auch für Level 43 ziehen. Ich hatte ja mal am Anfang gesagt, als Level 50 Erweiterung rauskam, dass ich gerne bis zum Ende des Jahres 2021 schaffen würde. Aber ich glaube, da ist meine Hoffnung
getrübt, je nachdem, ob ich bei den anderen Leveln schnell vorankomme. Kommt immer darauf an, wie die Quests laufen und wie es mit den Erfahrungspunkten ist. Ja, die Erfahrungspunkte sind halt das, was mich irgendwie aufgehalten hat bei Level 42. Der Rest war einfach, aber wir schauen mal. Ich bin mal gespannt. Und neue PvP-Belohnungen, die sind auf jeden Fall diesmal deutlich besser, denn es gibt viele weiterentwickelte Pokémon, das heißt mehr Sternstaub. Freut mich auf jeden Fall. Deswegen mal gucken, wie intensiv ich PvP spielen werde, wie es mir Spaß macht. Und ab und zu, wenn was Gutes kommt an Belohnungen, zeige ich euch das natürlich. Ansonsten, wie gesagt, wird es ja einige Livestreams dazu geben. Genau, das war das Zebrit und dann kommen wir noch mit Poita um die Ecke. Dann war es das auch schon wieder vom Video. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Stream wieder. Wie gesagt, nächstes Stream müsste planmäßig, wenn nichts dazwischen kommt, am Donnerstag stattfinden. Wie gesagt, bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wieder Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bye bye, bis zum nächsten Mal.